Die Marktgemeinde Manching hat das Römerschiff Oberstimm II nach Hause geholt. 3 Tage konnten geschichtsinteressierte Bürger in die Zeit der Römer um 100 nach Christus eintauchen. Gut ein Jahr hat der Althistoriker Prof. Dr. Boris Dreyer mit Studenten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und weiteren Interessierten eines der 2 in den 80ern bei Oberstimm gefundenen Römerschiffe nachgebaut. Das Schiff ist 15,70 Meter lang, an der breitesten Stelle 2,70 Meter breit. Es wiegt etwa 2,2 Tonnen leer. Gut 30 Kilometer haben die alten Römer damit an einem Tag zurückgelegt. Der Fund damals bei Oberstimm, ein Glücksfall für Dreyer. Dieses Boot ist einmalig gut erhalten gewesen, fast zu 100% der Buglänge erhalten. Wir konnten einigermaßen zuverlässig das nachbauen. Das Boot ist gebaut nach der sogenannten Nut- und Federbauweise. Alle 30 Zentimeter zwischen den Planken sind Federn eingelassen, die dann mit Bolzen befestigt sind, sodass die Planken aneinander halten. Auf Einladung des Kelten-Römer-Museum Manching und des keltisch-römischen Freundeskreis durften die Schülerinnen und Schüler der Realschule am Keltenwall und der Mittelschule im Donaufeld das Boot entern und sich wie richtige römische Streitkräfte fühlen. Sie kannten alle Ruderbefehle, die sie im Vorfeld im Geschichtsunterricht gelernt hatten. Das Interessante an dieser ganzen Sache ist, dass obwohl die Ruder ja für 12-jährige, 13-jährige Schüler, Schülerinnen doch relativ schwer sind mit etwa 15 Kilogramm. Und obwohl diese Schüler oder auch andere nicht eingeübte Ruderer, schon gar nicht eingefleischte Ruderer sind, man erkennt doch, und das ist wiederum wissenschaftlich interessant, dass auch ungeübte Leute relativ schnell diese Rudertechnik lernen können. Das heißt für uns, die wir das nachbauen und das erforschen, auch normale Soldaten, ne, die ansonsten nicht spezialisiert sind, werden abkommandiert zum Rudern, lernen 10 Minuten und dann können sie das. Höhepunkt der 3-tägigen Rückkehr des Römerbootes war unter Federführung der Marktgemeinde Manching die Wasserung in der Paar direkt am Rathaus in der Ortsmitte. Dafür wurde eigens die Niederfelder Straße kurz für den Verkehr gesperrt und ein Autokran kam beim Verladen zum Einsatz. Unter Beobachtung der Experten wurde das Schiff ganz vorsichtig und mit Fingerspitzengefühl des Kranführers ins Wasser gehoben. Manchings erster Bürgermeister Herbert Nerb bedankte sich bei seinen Mitarbeitern für die im Vorfeld aufwendige Organisation. Ich begrüße recht herzlich unsere Gemeinderätinnen und Räte hier an der Paarterrasse an einen historischen Tag. Das, glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, denn schon der Nachbau des vom 2. Römerschiff von Oberstimm jetzt vor uns im Wasser liegt. Im Anschluss konnten interessierte Manchinger sich selbst ein Bild von der Bauweise machen und sich von der Stabilität des Bootes überzeugen, Fragen stellen und Geschichte hautnah erleben.